Wir bekommen direkt die Rewards und Coins. Ich weiß nicht, wie viele Coins. Ja, wir haben Rang 3 geschafft. Unsere erste Welt. Mal schauen, wie es nächstes Mal läuft. Aber ich finde die Packs gar nicht mal so schlecht, die wir bekommen. Jumbo seltene Spieler-Pack, ein Premium Team of the Week-Pack, 1500 Champions-Qualifikationspunkte. Heißt, wir müssen eigentlich nur die Finals zocken. Also die Qualifikation. Und ja, 35.000 Münzen und zwei Spielerwahl. Bin ich auch gespannt drauf, was wir daraus ziehen. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir es einfach mal. Keine Ahnung, vielleicht ist da ja ein Red Player Pick dabei, den wir spielen können. Let's go. Ah, Bellingham haben wir schon. Keine Ahnung, wir können Bellingham verkaufen, aber bringt uns nichts. Dann nehmen wir natürlich Gnabry mit. Ich weiß gar nicht, wie viel der wert ist. Aber 86er Karte kann man gerne mitnehmen. Nehmen wir die mit. Bin gespannt drauf, was wir daraus jetzt ziehen. Ah, wir können alle Team of the Week ziehen, glaube ich sogar, die es bis jetzt gab. Let's go. Ja, er ist halt wirklich Schrott. Er hat gar nicht mal so schlechte Stats, ohne Joke, aber... Ja, drei Sterne, schwacher Fuß. Die Tor sind halt alle schlecht. Zum Abgeben ist er gut für Rating. Nehmen wir den mit. Genau, würde ich sagen, hier einmal Jumbo, seltene Spieler-Pack und Premium Team of the Week-Pack. Ja, würde ich sagen, starten wir hier erst einmal mit dem Jumbo, seltene Spieler-Pack rein. Ja, Walkout ist auf jeden Fall am Start. De Bruyne wäre nice gewesen. Am Ende haben wir Lukaku, der ist auch nur seine 20k ist er wert. Immerhin ein Walkout. Vielleicht ist ja dahinter noch irgendeine Special-Karte, irgendwas Nices. Mal schauen. Ja, in Formkarte Ansu Fati, ist auch seine 10k wert. Busquets, ja. Wir haben immerhin ein paar Walkouts. Also ist gar nicht mal so ein schlechtes Pack. Na, würde ich sagen, das Premium Team of the Week Pack öffnen wir jetzt auch noch zum Abschluss. Ja, Team of the Week. Walkout wird immer angezeigt. Irgendeine Karte, Kramaric. Ja. Das war's komplett. Ah, mal schauen. Vielleicht ist dahinter wirklich irgendeine nice spielbare Karte. Ja, also Ndombele ist gar nicht so verkehrt, finde ich. Hier ist Kramaric wert. Jetzt 10k. Also irgendwann werden wir ein Team of the Week vielleicht wirklich gebrauchen, aber die kosten halt mittlerweile auch gar nichts. Wie kostet der hier? Weiß nicht, vielleicht kann man den sogar zocken. Soll gar nicht mal so verkehrt sein. Also Ndombele und Kramaric... Nehmen die einfach mal so mit, aber den verkaufen wir. So, und zwar gibt es eine Teambewertung. Ja, fangen wir hier mal bei Castells an. Den habe ich 10 Partien gezockt. Ich kann trotzdem zu ihm eigentlich nur sagen, das ist auf jeden Fall eine Karte, die kannst du zocken. Ein Tor ist wirklich gar nicht mal bad. Für 7k sehr, sehr günstig. Also in der Bundesliga bekommst du auch gefühlt, Neuer vielleicht noch, aber ansonsten ist das hier eigentlich der zweitbeste Keeper, muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Bundesliga. Also ich gebe dem von 10 Punkten, also 9 Punkte. Geht ein bisschen sicherer. Da gab es halt wirklich auch, es gab die ein oder anderen Aktionen, wo der da einfach Bälle einfach nicht hält, die sind ganz einfach zu halten. Aber das ist bei vielen Keepern wahrscheinlich der Fall, dass die Keeper sich irgendwie auf den Boden fallen lassen und so einfache Winkelschüsse einfach nicht halten. Ich hatte nämlich vorher Gulashi im Tor und ich fand den sowas von souverän. Den fand ich sogar fast genauso gut wie Gulashi. Ein bisschen schwächer, aber ja, das wahrscheinlich auch, weil er, keine Ahnung, da hat mir persönlich irgendwas bei denen gefehlt. Irgendwas hat da gefehlt. Der hat sich nicht wie 1,91 Meter angefühlt. Er hat sich so wie 1,80 Meter, wie so ein richtig kleiner Keeper angefühlt. Deswegen den kann ich euch... Ja, für 4K machst du da nicht so viel Fehler, aber es gibt bessere Keeper, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Castells ist auf jeden Fall besser. Ja, deswegen gibt es da 7 Punkte. Den Innenverteidiger habe ich auch für die 10 Partien gezockt, Lacroix. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der ist gar nicht so bad. Der ist wirklich gar nicht so bad. Er braucht ein bisschen mehr Beweglichkeit, hat man ihn angesehen. Pace hat man gesehen, also so ein schneller Spieler, also ein Innenverteidiger vor allem, der schnell ist. Dribbelstark auch.
Defense sehr, sehr überragend. Kann ich euch nur weiterempfehlen. 10 Punkte von 10 bekommt er hier ganz, ganz klar. Vorher habe ich Guardiol gezockt, Guardiol Informkarte. War auch gar nicht so bad. Ist auch ein schneller Innenverteidiger. Beweglichkeit ist wirklich gar nicht bad. Also den gebe ich 10 Punkte in Guardiol. Der hat mir wirklich gefallen. Der hatte hin und wieder mal seine Spiele, wo er nicht so gutes Positioning hatte. Aber ansonsten, ich gebe ihm 9,5 Punkte. Sein Positioning hätte besser sein können. Roussillon, muss ich ganz ehrlich sagen, eine nice Linksverteidigerkarte für den Preis. Sehr, sehr stark. Natürlich ist Davis nochmal stärker auf jeden Fall. Kostet auch ein bisschen mehr, natürlich auch seine 50k. Deswegen Preis-Leistung sehr, sehr stark. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Und auch defensiv gar nicht mal so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bekommt er ganz, ganz klar von mir 9,5 Punkte, weil da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Weiß nicht, da hat ihm was auf jeden Fall gefehlt, ein bisschen an Zweikämpfe, dass er sich da ein bisschen besser behauptet. Wobei das war gar nicht mal so. Sein Schwachpunkt, denke ich, ist sogar Positioning. Positioning sogar, weil er sogar, weiß nicht, er läuft viel zu weit nach vorn manchmal. In manchen Aktionen steht er einfach nicht defensiv parat. Deswegen bekommt er hier 9,5 Punkte. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr gute spielbare Karte für seinen Preis. Dann hier zu Manafa. Kann ich nichts Negatives sagen. Steht immer wieder perfekt. Sein Positioning sehr, sehr gut. Defensiv sehr, sehr gut. Offensiv sehr, sehr gut. Kann ich euch nur weiterempfehlen, den zu zocken. Und ja, PP muss ich sagen, ganz am Anfang. Natürlich ist auch nur eine Goldkarte und ja, ihm fehlt halt noch ein bisschen mehr, weiß nicht, Beweglichkeit, ein bisschen mehr Dribbling. Hat man dieser Karte am Anfang auch angesehen. Aber von Spiel zu Spiel immer ein bisschen mehr spielbarer geworden. Mit seiner 8 Chemie. Mit 8 Chemie, keine Ahnung. Nach den 10 ersten Games hat er sich dann plötzlich überragend spielen lassen. Hat alle Zweikämpfe gewonnen. Der bekommt 10 Punkte von 10. Muss ich ganz ehrlich sagen. Anfang an hätte ich ihm weniger Punkte gegeben, aber heute im Stream überragend. André brauche ich nicht so viel zu sagen. Stand defensiv sehr, sehr gut. Keine Ahnung, ich hätte aber noch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ein bisschen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr defensiv aushilft. Da hat noch ein bisschen mehr gefehlt. Auch wenn er überragend hinten steht, dass er vielleicht mit den offensiven Spielern ein bisschen mehr versucht, die Pässe nach vorne mal rüberzulegen. Das sieht man. Also der hat nur 6 Torvorlagen in 44 Games. Natürlich haben wir die 44 Games nicht in der Weekend League gezockt. Natürlich aus anderen Games noch. Aber da geht auf jeden Fall mehr. Er ist aber auch jetzt nicht übertrieben negativ oder positiv aufgefallen. Deswegen bekommt 5 Punkte. Der war mal stärker. Wobei, wir können ihn 6,5 Punkte, glaube ich, ist gerecht. 6,5 Punkte. Dafür, dass er sich das letzte Mal sehr, sehr stark zocken lassen hat. 6,5 Punkte. Für die Meta vielleicht nicht mehr die stärkste Karte. Zidane bekommt Upgrades, dann kann man den zocken. Und Bellingham muss ich euch, also kann ich euch nur weiterempfehlen. Defensiv, Maschine, offensiv, sehr, sehr stark auch. An sehr, sehr vielen Aktionen beteiligt. Sieht man hier an den Scorern vielleicht nicht, aber das ist so ein wichtiger Spieler. Ohne Joke. Der kostet nur 10k, den haben die jetzt wieder aus den FUT Champions Rewards gezogen. Aber er spielt sich nice, kann ich euch wirklich nur weiterempfehlen. Hat einen Strong Link zum Haaland, deswegen habe ich den gezockt. Wie jetzt muss ich leider sagen, bin ich enttäuscht von der Karte. Der hat sehr, sehr wenige Games, wo er auffällt. Keine Ahnung, woran es liegt, aber der hatte nicht so viele Aktionen und ich muss ganz ehrlich sagen, von mir bekommt er hier maximal 5 Punkte nicht mehr. Da war nicht so viel drin bei dieser Karte. Der hat ein bisschen Dribbling. Und mehr habe ich auch nicht gesehen. Keine Ahnung. Fekir, das gleiche. Sehr wenig gesehen von dem. Ab und zu mal seine Aktionen, seine Finesse-Schüsse sind natürlich überragend, aber ich weiß nicht. Im Sturm spielt er sich auf jeden Fall besser. Ab und zu mal im Sturm gespielt. Aber ansonsten als ZOM-Karte ist er ein bisschen katastrophal. Also ist er wirklich nicht so gut. Ist wirklich katastrophal. 4 Punkte. Vielleicht bekommt er noch ein Upgrade. Der hat sich wirklich nicht gut zocken lassen. Wobei 4 Punkte wäre schon so untertrieben. Ich gebe ihm 6 Punkte. 6 Punkte. Einfach aus dem Grund, weil es gab hin und wieder Aktionen, wo er wirklich auf einmal schnell ist. Keine Ahnung warum.
Aber auch sein Dribbling war gar nicht mal so verkehrt. 6 Punkte bekommt er. Sein Dribbling war wirklich gar nicht mal so verkehrt. Griezmann, Überraschung. Ohne Joke, der kostet 8,5k. Ich muss ihn leider spielen wegen Stronglink zum Fake hier. Auf dem Benzema hatte ich keinen Bock. Deswegen. Der ist zumindest beweglich im Vergleich zu Benzema. Und so entscheidend diese Karte. An so vielen Aktionen beteiligt. Und ja, deswegen, der bekommt von mir 9,5 Punkte. Natürlich gibt es stärkere Stürmer. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr stark. Haaland, sehr, sehr schnell am Ball. Ähnlich wie in Real Life lässt er sich zocken. Dribbling auch gar nicht mal so verkehrt. Und Beweglichkeit geht auch klar. Ein bisschen beweglicher könnte er auf jeden Fall sein. Nichtsdestotrotz bekommt er hier von mir 9 Punkte. Und ich glaube, das geht völlig klar. Und ja, das ganze Team bekommt insgesamt 7 Punkte. 7 Punkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Schwachpunkt hier im Team waren André und Fekir. Und Wirt sogar. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die Special-Karten sich am Ende wirklich am schlechtesten zocken lassen. Keine Ahnung. Also der Fekir bekommt bestimmt noch ein Upgrade. André bekommt bestimmt auch noch ein Upgrade. Und dann werden die sich besser zocken lassen. Aber für diesen Augenblick, also in dieser Weekend League, keine Ahnung, lief da nicht so viel. Nichtsdestotrotz haben wir im Endeffekt Rang 3 geholt. Ist Elite. Also ganz knapp haben wir Rang 2 nicht erreicht. Ist aber gar nicht mal so schlimm. Also das war immerhin unsere allererste Weekend League. Und da hätte natürlich noch viel mehr drin sein können. Aber ich bin jetzt nicht so unzufrieden mit dem Team. Also hat schon Bock gemacht, hin und wieder mit dem Team zu zocken. Wir haben auch die ein oder anderen Siege geschenkt bekommen. Wobei es gab die ein oder anderen Games, wo wir geführt haben und der Gegner einfach gequittet ist. Und dann gab es auch die Games, wo der Gegner einfach selber quittet und wir dadurch durch ein Eigentor, der uns einfach einen Sieg geschenkt hat. Solche Games gab es auf jeden Fall auch. Und ja. Auf jeden Fall ein nice Weekend League gewesen. Bin gespannt drauf, wie die nächsten Weekend Leagues aussehen. Natürlich werden wir unser Team hin und wieder mal upgraden. Und dann würde ich sagen, das war's soweit hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal.